Stille, erwartungsvoll, alle wollen, dass es losgeht. Das ist prima. Liebe Frau Ministerin Schneider, liebe Gäste aus den Unternehmen, aus Politik, Verwaltungen, aus den Verbänden, ich freue mich sehr, dass Sie heute alle wieder hier den Weg hierher gefunden haben, zu diesem schönen Tafelsaal der Industrie- und Handelskammer. Ich glaube, Sie seitens der Veranstalter der vier, Sie sind gerade schon von Frau Krammeler genannt worden, ganz herzlich begrüßen hier. Es ist eine gute Tradition schon geworden, dass wir uns hier einmal im Jahr treffen und uns austauschen über die Herausforderungen, vor allem aber auch über die Chancen, über die vielen Perspektiven und Möglichkeiten, die zwischen Nahverkehr und Tourismus unser Land voranbringen können. Und dass das ganz wichtig ist für den Tourismus, das liegt auf der Hand. Und der Tourismus ist eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen, die wir haben im Land. Und im Tourismus brummt es auch wirklich. Wir hatten ein Rekordjahr im vergangenen Jahr. Und wir werden in wenigen Tagen, am kommenden Mittwoch, unsere Herbstkonjunkturumfrage zum Tourismus, zu den Zahlen veröffentlichen. Und da will ich nicht vorweggreifen, aber eins zeichnet sich doch jetzt schon an. Das war auch ein weiterer super Sommer 2019 gewesen, mit weiteren Rekordzahlen, die sich abzeichnen. Wir werden wohl so viele Übernachtungen in diesem Land haben wie nie zuvor. Die bemerkenswerte Zahl von immerhin 14 Millionen Übernachtungen ist in greifbarer Nähe. Und ein ganz wichtiger Schlüssel für diesen Erfolg in der Tourismuswirtschaft, die ja geprägt ist von ganz vielen kleinen und kleinen mittleren Unternehmen, ist die Zusammenarbeit, ist die Kooperation, Dinge gemeinsam auf den Weg zu bringen, attraktive Angebote zu schaffen. Und im Mobilitätsbereich ist das nicht anders. Aber es ist noch längst nicht überall selbstverständlich, dass zwischen diesen beiden Bereichen, also den touristischen Leistungsträgern auf der einen Seite, den Verkehrs- und Mobilitätsanbietern, öffentlichen wie privaten, auf der anderen Seite der Politik und den Verwaltungen, kooperativ gehandelt wird, gemeinsam gestaltet wird und bewegt wird. Und ein attraktiver Nahverkehr, der muss dabei natürlich die Gäste, die Touristen im Blick haben, er muss aber, und da weisen wir als Industrie- und Handelskammer auch immer darauf hin, der muss auch im Blick haben natürlich die Fachkräfte, die Azubis in den Betrieben, die die touristischen Betriebe jederzeit erreichen müssen können und das rund um die Uhr. Denn gerade in Gastronomie und Hotellerie wird oft nicht nur in zwei Schichten, sondern oft auch rund um die Uhr gearbeitet und das ist eine große Herausforderung, die Mobilität für die Menschen, die dort arbeiten und für die Gäste bereitzustellen. Dazu gehört natürlich ein dichtes Nahverkehrsnetz. In Berlin und in Brandenburg bis weit in die Fläche, das sämtliche Anbieter, die privaten und die öffentlichen, miteinander verbindet. Und das ist ganz spannend ja auch zu beobachten, dass es einen Wandel gibt im Mobilitätsverhalten. Mit ganz unterschiedlichen Entwicklungen, wenn wir in die Städte schauen und wenn wir in den ländlichen Raum hineinschauen. In den Städten können wir feststellen, dass wir eine rasante Ausbreitung neuer Mobilitätsformen haben. Das können wir sehen, wenn wir hier vor die Tür schauen, allein in Potsdam. An jeder Ecke stehen jetzt E-Scooter herum und Leihfahrräder herum. Und wir können feststellen, dass junge Menschen immer häufiger auf ein eigenes Auto verzichten. Ich mache derzeit gerade die Erfahrung bei Vorstellungsgesprächen. Also ich muss inzwischen regelmäßig fragen, haben Sie einen Führerschein? Wir sind eine Flächenkammer, man muss mobil sein. Und das ist bei weitem nicht mehr selbstverständlich. Das Mobilitätsverhalten der jungen Leute in den Städten hat sich da massiv geändert. Worauf kaum ein junger Mensch verzichtet, ist das Smartphone. Das hat jeder. Und im Gegensatz zum Auto macht darauf niemand verzichten. Und das zeigt auch einen ganz anderen großen Wandel, nämlich die Digitalisierung. Digitale Angebote, die Verfügbarkeit von Mobilitätsketten, kooperative Angebote aus einem Guss, alles möglichst aus einer App, sind immer mehr gefragt. Und es muss einfach sein, es muss flexibel sein, es muss immer passen auf den täglichen aktuellen Bedarf der Menschen. Und das prägt diesen Wandel im städtischen Raum. Und wenn wir ins Land hinausfahren, in die Berlin-fernen Regionen, dann sieht es häufig noch ganz anders aus. Da haben 9 von 10 Haushalten ein Auto und auch was den Tourismus angeht, 8 von 10 Touristen von Gästen fahren mit dem Auto an die Destinationen. Das bleibt das erste Mittel der Wahl und wenn der ÖPNV, wenn der Nahverkehr, der Öffentliche hier eine echte Alternative sein will, dann muss er sich noch viel mehr einstellen auf diese spezifischen Bedürfnisse, die sich auch dort wandeln und wir sind davon überzeugt, auch dort im ländlichen Raum liegt der Schlüssel zum Erfolg in digitalen Angeboten, um den Modus-Split zugunsten des ÖPNV zu verbessern. Da geht es dann oft um die berühmte letzte Meile vor Ort, also mit dem SPNV raus in die Fläche und dann, wie geht es an der Destination dann am Ende weiter? Und da braucht es Mobility-Hubs, da braucht es Orte, an denen sich die Dinge verbinden. Das sind dann oft die Bahnhöfe und dazu werden wir heute einige gute Beispiele in den Vorträgen der Experten hören und es werden sicher sehr spannende Diskussionen heute sein.
Wir wollen mit dieser Veranstaltung, wie auch in den Vorjahren, wie immer Gedanken anregen, gute Beispiele zeigen, Impulse setzen, um gemeinsam, und vier der Partner sind vorhin genannt worden, mit denen wir das sehr kooperativ miteinander seit Jahren tun, hier an Mobilitätslösungen, Innovationen weiterzuarbeiten, vor allem natürlich auch für den ländlichen Raum, für die Regionen neue Ideen zu erproben und umzusetzen. Und da bringen wir uns gerade als Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammer, diese die Kolleginnen und Kollegen sind auch heute da, aus Brandenburg und aus Cottbus, bringen uns hier mit unserer Expertise ein, etwa bei der Umsetzung der Landestourismuskonzeption, aber auch bei den Nahverkehrsplänen, bei den Infrastrukturplanungen des Landes. Und ich darf betonen an der Stelle auch die gute Zusammenarbeit mit Ministerin Schneider in vielen Jahren zusammen, wo wir sehr konstruktiv, sehr sachlich, immer sehr zielorientiert auf die Zukunft gerichtet gearbeitet haben. Nicht immer waren wir uns einig, aber wir haben immer hart gerungen in der Sache und gemeinsam dafür gekämpft, dass wir in diesem Land vorankommen. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen angesichts der anstehenden Regierungsneubildung auch nochmal ausdrücklich bedanken. Das war eine gute gemeinsame Zeit. Und gleichzeitig schauen alle natürlich darauf, wie geht es dann weiter in Brandenburg. Seit einigen Tagen liegt der Entwurf des Koalitionsvertrages vor, der jetzt in den Parteigremien von SPD, CDU und Grünen zur Beschlussfassung liegt. Und da steht auch einiges drin über Nahverkehr und über den ÖPNV und über den Tourismus. Und es ist vor allem eines zu erkennen, dem wird eine hohe Bedeutung zugemessen, all diesen Themen. Und es stehen ganz ambitionierte Ziele drin. Und das ist sehr positiv, denn es ist wichtig, dass investiert wird in diesem Bereich, dass die Infrastruktur Schritt halten kann mit den Anforderungen der wachsenden Hauptstadtregion, dem Zusammenspiel von Berlin und Brandenburg an der Stelle auch und den Anforderungen der Nutzer. Und wir werden als IHK ganz sicher sehr genau darauf achten, dass diesen Absichten auch eine sehr ambitionierte Umsetzung dann folgen wird. Wir sind dann auch sehr konkret ja auch schon neben den Strategieplanungen, die so ein Koalitionsvertrag beinhaltet, mit den bestehenden Planungen, nennen wir das, die Projektionen I2030, durch Berlin, Brandenburg, die DB Netz, der VBB ja schon einiges vorgenommen haben, Takte verbessern, neue Linien, insgesamt ein verbessertes Angebot. Da ist vor allem wichtig für unsere Unternehmen, für unsere Mitglieder, dass es Planungssicherheit gibt. Wann ist belastbar, mit welchen Planungsschritten zu rechnen? Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass die Unternehmen guten Gewissens investieren können und die Aussicht haben, ihre Investitionen auch zu refinanzieren. Das heißt, wir brauchen die Kooperationen zwischen Wirtschaft und Politik. Wir brauchen die Kooperationen innerhalb der Wirtschaft. Wir brauchen Kooperationen zwischen Unternehmen und öffentlicher Seite. Und da haben ganz tolle Beispiele heute bei den Gästen und Vorträgen, die wir hören können aus dem gesamten Gebiet. Der Bahnhof Bentheim unter anderem ist dabei. Da musste ich auch erstmal googeln, liegt irgendwo westlich von Osnabrück und südlich von Meppen. Und da gibt es einen kleinen Bahnhof und den kannte bis vor kurzem kaum jemand. Und jetzt ist er in aller Munde als Bahnhof des Jahres. Und ich freue mich sehr, dass Ralf Ückermann von der Bentheim Eisenbahn unter anderem heute bei uns ist und uns erzählen wird, was er mit diesem tollen Projekt auf sich hat und was wir vielleicht auch für die Region daraus lernen können miteinander. Ich freue mich also heute auf tolle Vorträge, viele gute Impulse. Wir erwarten aus der Politik noch einige Gäste heute und werden auch, die Stühle sind schon bereitgestellt, eine Podiumsdiskussion heute nochmal haben, wo wir mit Parteienvertretern aller Erfahrungen hier diskutieren wollen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind. Ich freue mich da auf eine lebendige Diskussion, viele neue Ideen, innovative Vorhaben für unsere Region, dass wir uns weiter kooperativ daran arbeiten, dass es in diesem Land vorangeht. Wir als Industrie- und Handelskammer werden unseren Beitrag dazu leisten. Und jetzt freue ich mich, dass Frau Ministerin Schneider die Eröffnungs- und Begrüßungsrede für diese Veranstaltung halten wird. Vielen Dank.